Ja, Volker Lösch hat es angedeutet, in 10 Jahren beraten wir dann, wie wir die 30%-Marke knacken. Das ist also der Blick nach vorn. Nun sind verehrte Geburtstagsgäste, Geburtstage nicht nur in meiner Familie ein Anlass, um Anekdoten aus der Kindheit rauszukramen. Und deswegen will ich noch mal einen Moment bei der Erinnerung verweilen, wie alles begann. Und dazu gehört auch folgendes Ereignis. Jahrelang sind Kamerateams bei Pressekonferenzen der PDS eine sehr seltene Spezies. Und plötzlich über Nacht wird das KL-Haus von Kamerateams und Medien geradezu belagert. Alle rufen an und wollen unbedingt erfahren, wo denn nun das erste Treffen, die erste Verhandlung zwischen PDS und WSG stattfindet. Wir schreiben den 30. Mai 2005. Das Gespenst einer neuen Linkspartei bewegt die Republik. Vor wenigen Tagen hatte Gerhard Schröder Neuwahlen ausgerufen und Oskar Lafontaine hatte daraufhin angekündigt, er werde nur für eine gemeinsame Liste von WASG und PDS antreten, was beide Parteien irgendwie unter Handlungsdruck setzte. Nun, am 30. Mai soll die erste Verhandlung stattfinden. Und wir dachten bei der PDS, wir sind ganz schlau, wir führen die Medienmeute in die Irre, teilen uns in 2 Gruppen auf und springen in unterschiedliche Autos, um sie abzuschütteln. Es war ein dilettantischer Versuch. Wir hatten offensichtlich keine Erfahrung darin, wie man Paparazzis abschüttelt. Ich meine, wo sollte die auch herkommen, diese Erfahrung? Ja, wir hatten jahrelang das Gefühl, die Medien sind ganz gut darin, uns abzuschütteln. Ja. Also, ein Kamerateam hängt sich in wilder Verfolgungsjagd an das Auto, in dem Lothar Bisky sitzt. Aber Biskys Fahrer war clever. Vor einer Ampel im schönsten Grün bleibt er stehen, wartet auf das Gelb und erst kurz bevor die Ampel auf Rot springt, fährt er los. Das Manöver gelingt, das Auto mit dem Kamerateam ist abgeschüttelt. Und spätestens in dem Moment wird uns bewusst, wir spielen jetzt nach anderen Regeln. Die bundesweite Öffentlichkeit interessiert sich für das, was wir machen und daraus erwächst eine neue Verantwortung. Wir sind quasi zum Erfolg verpflichtet. Nun verlief nicht jede Etappe der Neugründung so reibungslos wie das Abschütteln der Verfolger an der Ampel. Bei den Verhandlungen wurde sehr schnell deutlich, dass ein neuer Parteiname eine unverzichtbare Voraussetzung ist. Daraufhin war die Stimmung gereizt. Mich hat das überzeugt. Mir war recht schnell klar, es geht ja nicht nur darum, dass 1 plus 1 jetzt was Neues wird, sondern dass es wirklich eine Chance zu einer Neugründung gibt. Ich habe mich dann also entschieden, in einer Art Testballon mal öffentlich über neue mögliche Namen zu reden. Na, da war vielleicht was los. Es gab so manchen empörten Anruf und wie kannst du nur, gehörte noch zu dem Freundlichen, was ich da zu hören bekam. Also weniger von der Basis, sondern eher von Funktionären und keine Sorge, ich gebe jetzt nicht zum besten, wer damals mich alles beschimpfte, diese Erinnerung wird nicht preisgegeben. Aber ich will es mal positiv formulieren, was mich sehr berührt hat, war dann eine Begegnung an der Parteibasis, wo wirklich eine betagte PDS-Basis saß, die in ihrem Leben schon ganz viele Veränderungen durchgemacht hat und es hat mich sehr berührt, wie sehr die offen waren für diese Veränderungen. Ich hatte das Gefühl, die spüren die historische Dimension manchmal eher als andere. Nun haben wir uns als Linke ja oft über Medien beschwert, in der Regel glaube ich zu Recht. Aber zur ganzen Geschichte gehört auch, dass die Medien gerade in der Gründungsphase uns über eine schwere Klippe geholfen haben. Und zwar in der Nacht vom 9. zum 10. Juni 2005. Dort verhandelten wir dann das dritte Mal und zwar bis Mitternacht und alles schien endgültig an der Namensfrage zu scheitern. Damit wir irgendwie nicht total frustriert auseinandergehen, hat man dann gesagt, okay, dann verständigen wir uns jetzt wenigstens der Form halber über ein paar programmatische Eckpunkte. Dagmar Enkelmann, Axel Trost von der WASG und ich, wir blieben zurück und haben da was aufgeschrieben. Wir waren zugegebenermaßen nur halb bei der Sache, weil irgendwie hat uns das frustriert, dass wir jetzt an dieser blöden Namensfrage scheitern. Meine Mitbewohner aus Dresden haben in der Zeit sehr mitgefiebert und ich habe ihnen dann, als ich spät nachts ins Bett ging, nur ge-SMS't, ja, tut mir leid, im entscheidenden Punkt war keine Einigung möglich, es sieht schlecht aus. Am nächsten Morgen klingelt mich mein Mitbewohner aus dem Bett. Katja, du musst dringend die Nachrichten hören. Es wird von einem entscheidenden Durchbruch bei den Verhandlungen gesprochen. Ich so total verschlafen. Welchen Durchbruch meinst du? Um darauf hellwach zu sein, die Medien hatten einfach unsere, sage ich mal, kompromissartigen, mageren Programmpunkte als entscheidenden Durchbruch markiert. Und dann passierte etwas Spannendes. Es gab nämlich einen Moment der sich selbst erfüllenden Erfolgsprophezeiung. Da die Medien schrieben, die haben sich jetzt quasi geeinigt, meldeten sich immer mehr Leute, die das total toll fanden. Und den beteiligten Akteuren blieb am Ende gar nichts übrig, als an dieser Erfolgsgeschichte mitzuschreiben. Das am Ende, also insofern kann man den Medien auch mal danken, ich glaube, die wussten damals gar nicht, was sie taten. Dass am Ende die Neugründung gelang, lag natürlich daran, dass bei PDS und WASG Frauen wie Männer
den Mut für einen Neuanfang hatten, dass Lothar Bisky sich entschied, innerhalb der PDS für einen neuen Namen zu werben, dass die WASGler sich entschieden, bevor schon die Neugründung in trockenen Tüchern ist, auf den offenen Listen der dann Linkspartei.PDS zu kandidieren. Wichtig, der Punkt durfte kein Bindestrich sein. Die Bekanntheit von Gregor Gysi und Oskar Lafontaine war ein ganz wichtiges Pfund für den gesamten Prozess. Ich sage aber auch, die Grundlagen für das Entstehen einer neuen linken Partei ist vor allen Dingen durch die Bewegungen geschaffen worden, durch soziale Proteste. Die Protesttage gegen die Agenda 2010, die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV, die Treffen bei dem Europäischen Sozialfonds, überall war ein neuer Zeitgeist zu spüren. Ein Zeitgeist, der dem Neoliberalismus die Stirn bieten wollte und der einfach nach einem neuen Akteur auf der Parteienebene verlangte. Und es war diese Stimmung des Umbruchs, die uns wirklich den nötigen Rückenwind für einen Parteienaufbruch gegeben hat. Liebe Genossinnen und Genossen, das, was wir damals geschaffen haben, das war ein Neuanfang, auch in einem sich verändernden Land. Und es war zugleich der Kampf darum, die urlinke DNA der Arbeiterklasse, das Streiten für Gleichheit, Solidarität und für Freiheit neu zu begründen. 10 Jahre später sind wir die einzige genuin linke Partei in diesem Land, die verschiedene Traditionen in sich vereint und die verlässlich für soziale Gerechtigkeit und gegen jede Form von Krieg steht. Und ich finde, darauf können wir stolz sein. Bei allem Stolz darüber müssen wir jetzt, Volker hat das schon angemahnt, auch den Blick nach vorn richten und uns fragen, war diese Neugründung ein einmaliger Prozess des Zusammenkommens oder bleibt unserer Partei diesem Gedanken des Aufbruchs, des sich öffnen für was Neues, treu? Sind wir wieder in einem Prozess, der sich eigentlich niemals abschließt, also vielleicht so eine Art, ganz provokant gesprochen, Dauerfusion, die durch immer wieder neue politische Momente gefordert wird? Und muss nicht jede Vereinigung mit gesellschaftlicher Dynamik letztlich mehr sein als ein einmaliger, dann abgeschlossener Prozess der Neugründung, nachdem das Vereinsregister entsprechend alles notiert hat? Damals, 2005 bis 2007, gab es ein Außen, das sich in der PDS offensichtlich nicht heimisch fühlte. Sie hat das erkannt und hat sich dem Neuen geöffnet. Keine Angst, ich werbe jetzt nicht dafür, dass wir alle 10 Jahre so einen Neugründungsprozess machen mit neuem Namen und neuem Vereinsregister. Aber wir sollten uns schon fragen, ob es nicht doch wieder auch jetzt linke Außen gibt, die sich bei uns noch nicht so recht heimisch fühlen. Und ich finde, wir könnten so viel mehr sein als die eine Linke, die wir heute sind. Deswegen sollten wir uns immer wieder fragen, was denken und reden die, die links sind, ohne schon bei uns Mitglied zu sein. Wie können Sie einen Punkt bei uns finden? Wie öffnen wir uns erneut und werden dabei selbst wieder zu Lernenden? Ich meine, es gibt eine Lücke zwischen dem, was die gesellschaftliche Linke hierzulande ausmacht und dem, was wir als linke Partei schon abbilden. Und ich möchte es ganz offen sagen, unsere Partei bildet längst noch nicht alles ab, was in der Gesellschaft an fortschrittlich linken Kräften vorliegt. Und das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Die gute Nachricht ist, wir können so viel mehr werden, als wir gegenwärtig sind. Zur neuen Klassenfrage hat Volker schon alles Nötige gesagt. Insofern kann ich zu einem nächsten Punkt übergehen. Ich finde, ein Einknüpfungspunkt für uns muss auch bestehen in den neuen Ansprüchen, die immer mehr junge Menschen an ein gutes Leben formulieren. Zunehmend mehr junge Menschen formulieren das ganz offensiv bei Einstellungsgesprächen und sagen, wir wissen, zu einem guten Leben gehört auch Zeit. Zeit jenseits des Funktionierens im Hamsterlaufrad. Und das begeistert jetzt nicht alle so sehr wie mich. Ein Artikel im Tagesspiegel äußert sich entsetzt über diese junge Generation, die, Zitat, kaum noch Interesse an Konkurrenz, Leistungsdenken und Eroberung habe und dass ihr, Zitat, die Angriffslust für den weltweiten Wettbewerb fehle und sich stattdessen lieber auf, ganz schlimm, eine ausgewogene Work-Life-Balance setze. Na, ich kann nur sagen, richtig so. Denn offenbar hat sich bei immer mehr Menschen herumgesprochen, dass es sich nicht lohnt, das eigene Leben auf dem Altar einer vermeintlichen Standardkonkurrenz zu opfern. Wir sollten uns doch freuen, wenn eine junge Generation genau anfängt, von diesem sinnlosen Wirtschaftskrieg zu desertieren. Und deswegen sage ich, zu den Alternativen für ein gutes Leben gehören ganz unbedingt die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung und die Kämpfe um Zeitsouveränität für alle.
Ich möchte heute auch etwas ansprechen, was gar nicht so neu hierzulande ist, aber in letzter Zeit besonders aufgefallen ist. Ich nenne es bewusst das migrantische Moment. Es sind all jene, die schon längst hier sind, ohne vielleicht von hier zu sein. Es sind all jene, die gerade zu uns gekommen sind. Und die verändern nicht nur sich selber, sondern sie verändern auch uns. Hier denke ich auch an die jungen Berufsschülerinnen und Berufsschüler in Nürnberg, die sich für ihren Mitschüler einsetzten, als diesem die Abschiebung nach Afghanistan drohte. Diese Berufsschüler haben sich vor ihrem Freund gestellt und haben damit im besten Sinne soziale Demokratie im Alltag praktiziert. Und ich werfe deswegen heute auch die Frage der Flüchtlingssolidarität auf. In den letzten 2 Jahren sind hierzulande über 15.000 Initiativen entstanden. In ganz Europa gibt es jetzt ein Netzwerk von rebellischen Kommunen, die sich der Abschottung und der Spaltung verweigern. Und während die Antwort der Bundesregierung lediglich in Abschottung, Aufrüstung und Ausgrenzung besteht, hat hierzulande doch bereits eine riesige Bürgerbewegung den Weg für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft aufgetan. Und unsere Aufgabe ist, finde ich, auch dafür zu sorgen, dass diese Kräfte ihren Punkt in der heutigen Linken finden, dass sie auch wahrnehmen, dass wir die Partei der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität sind. Zum Linkssein gehört auch immer das Recht auf einen utopischen Überschuss, das Recht auf Ideen, die total verrückt klingen, auch wenn sie das eigentlich Vernünftige sind. Ich nehme deshalb den heutigen Geburtstag auch zum Anlass, um nochmal zu sagen, lasst uns die Debatte über Digitalisierung nicht nur mit Sorgenfalten auf der Stirn führen. Dass technischer Fortschritt uns Arbeit abnimmt, das ist doch was Großartiges. Und dass diese anstehende Entlastung nun von vielen als Bedrohung empfunden wird, ist total verständlich aus deren Sicht, aber es ist doch vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass hierzulande in der Gesellschaft was grundlegend falsch organisiert ist. Nicht der technische Fortschritt ist das Problem. Das Problem ist doch, wem die Früchte des Fortschritts zugutekommen. Also denken wir ganz offen über die Chancen von Digitalisierung nach und fragen uns, was ist zu tun, damit die Früchte der Digitalisierung allen zugutekommen. Ich meine, das wäre eine Politik, die auf radikale Arbeitszeitverkürzung setzt, auf soziale Garantien, auf Bewegungsfreiheit und auf ganz andere Eigentumsformen, weil es geht darum, die Zwangsjacke der Warenform abzustreichen. Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, vor über 10 Jahren haben uns nur wenige eine Chance zugebilligt. Doch wir haben es geschafft. Und das mitten in Europa, das in einer der größten Wirtschaftsmächte, dort, wo wirklich was entschieden wird. Wir halten also einen großen Schatz, eine großartige Möglichkeit in unseren Händen. Und ich finde, das Versagen der Sozialdemokratie europaweit, die grünen Avancen an die Konservativen, die machen einen großen Platz in der Parteienlandschaft frei. Ein Platz, der noch unbesetzt und der nach links offen ist. Jetzt ist es doch für uns an der Zeit zu sagen, wagen wir den Schritt dahin, dass wir größer werden, dass wir in aller Selbstbewusstsein sagen können, wir sind die linke Gerechtigkeitspartei. Wir sind die Partei der neuen linken Mehrheiten. Und da sehe ich es wie folgt: Die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist doch nicht nur, was machen die anderen Parteien falsch, sondern was können wir selber tun, damit wir größer werden, damit es uns gelingt, herauszutreten aus dem 10%-Ghetto. Ob 20 oder 30, das besprechen wir in 10 Jahren, würde ich sagen. Auf jeden Fall müssen wir uns öffnen und einladend sein. Und eine verbindende Partei des neuen Typs können wir werden, wenn wir stärker auf Beteiligung setzen, stärker auf Vernetzung setzen. Und deswegen sind die Maßnahmen, für die Bernd Trixinger und ich zusammen immer werben, wie Haustürbesuche, Zuhöroffensive, linksaktiv, Organizing, das organische Mitwirken in sozialen Bündnissen, so wichtig. Ja? Wir lieben die Vertrautheit unter uns. Aber wir sollten nie vergessen, dass wir in der Partei noch längst nicht das Wir der vielen in der Gesellschaft sind. Wir können noch viel mehr werden, als wir gegenwärtig sind. Und ich schlage deshalb vor, verwenden wir all unsere Energie nicht allein auf das, was in der Gegenwart zu Recht zu betrauern ist, sondern richten wir den Blick nach vorn. Trauen wir uns Zukunft vor. Und in diesem Sinne sage ich ganz klar, herzlichen Glückwunsch, liebe Linke, auf die nächsten Jahrzehnte, darauf, dass wir Sie als eine Linke auf der Höhe der Zeit erneut mit Mut zum Aufbruch in Angriff nehmen und darauf, dass wir erneut über uns hinauswachsen. Vielen Dank.